Hallo YouTube, wir gucken kurz in die Demo von Luma Island. Oh. Süß. Oh. Du kannst viele verschiedene Leute. Die da. Das ist schon ein Kalkband. Okay, das nehme ich. Gibt's rosa? Ich will rosa Haare. Danke. Wir nehmen das da. Typ A. Die Smurt. Ich glaube, ich will Typ C. Ich glaube, ich will Typ... Ich glaube, ich will Typ C. Ich will Typ C. Können wir den Hut wegmachen? Können wir einmal ohne Hut? Ja, das ist süß. Oh. Das ist ein Böbbel. Ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass wir auf keinen Fall also Lara spielen. Oh, süß mit der Schleife. Oh, das ist auch süß. Aber warum ist das denn grün? Antenne. Ich glaube, wir nehmen... Oh, das ist irgendwie süß. Wir nehmen einfach Wuschel. Oh. Oh, Alice! Ich glaube, wir nehmen Alice. Oder da, aber das ist rosa. Wir müssen das nehmen. Es ist rosa. Ich glaube, ich will aber keinen Zubehör. Ich meine, das sieht süß aus irgendwie. Da sind wir so eine Konditorin. Aber ich glaube, ich will keins. Oh, Pflaster. Wir nehmen keins. Wir gehen jetzt so. Ja, das passt schon. Tutorial spielen, ja. Games sind Resident Evil, das hätte ich auch gerne, aber typischer Standard-Horror und nächstes Mal schaue ich lieber bei anderen zu. Ja, ich inzwischen auch nicht mehr so. Ich finde, ich weiß nicht, das ist so alles so... Das ist immer so stressig und irgendwie so ganz oft so lieblos inzwischen, weißt du? Kupferaxt. Sammeln. Anfängerwerkzeug. Erledigt die Arbeit irgendwann. Eine Kupfer... Gras schneiden. Hab Gras geschnitten. Fälle den Farmbaum. Den Farmbaum. Na dann. Farmbaum hacken. Okay, man kann auch gedrückt halten. Naturgeist plus 10. Okay. Bauplan der Sägemühle. X. Bauen. Wo baue ich die hin? Boah, ich weiß nicht. Wo baue ich die denn mal hin? Hier vielleicht? Das kann nur falsch sein, wie ich es platziere, oder? Aber das wird eh, das wird mich eh stören. Wo auch immer ich es hinstelle, es wird mich stören, dass ich es da hingestellt habe. Also... Hä? Ich muss 5 Bäume hacken. Ich setz neu. Ich mach das hier daneben. Okay, dann hacken wir einen Baum. So. Den Ostflügel. Ja, ja. Auf jeden Fall. Oh, Baumwollpflanze. Die nehme ich mit. Danke. Oh mein Gott, es gibt so viel Zeug. Ich verstehe, glaube ich, warum Koop. Wahrscheinlich muss man sich wirklich auf Sachen spezialisieren oder so. Weil man das allein gar nicht wuppen kann. Rezept freigeschaltet. Was ist das? Wasser in V1? Ich weiß nicht, wo. Naja. So, mach weg. Wisst ihr, was wir dann auch bald mal spielen werden? Wie heißt das Spiel, Dominik, was du die ganze Zeit willst?
Jetzt bin ich gespannt, welches Spiel da rauskommt. Farmbrett. Nimm die Kupferspitzhacke. Metal Gear Solid. Das Spiel willst du nicht die ganze Zeit. Anfängerwerkzeug. In der Hotbar. Habe ich? So. Ja, dann rat doch mal, Dominik. Ich bin gespannt, was jetzt rauskommt. Das hat aber gedauert. Sind wir eher... Achso, ach, ich sollte den Stein schlagen. Entschuldigung. Rezept freigeschaltet. Ja, dann gib mal. Brennofen. Dann bauen wir einen Brennofen. Den baue ich hier hin. Oh. Ja gut, da fehlt auch schon wieder die Hälfte. Nein. Ich brauch mehr Holz. Ja, Dominik, ich warte. Ich warte. Kobayashi. Oh mein Gott, Kobayashi. Aber es wär cool mal wieder. Der rät schon. Sonst stecke ich ihn da in den Schmelzofen. Ja, es ist ja deswegen. Es ist lange her, dass du da gesagt hast, was du willst. Jetzt, langsam, weißt du, langsam. Maru geht seine Liste durch. Weißt du, also... Außerdem hast du nicht gesagt, dass du Silent Hill oder Life is Strange willst, okay? Nein, Karls Erhöhung. Ja, er kriegt halt jetzt zweimal nichts. Achso, Bretter brauche ich dafür. Achso, das habe ich natürlich nicht gerafft. Mehr habe ich nicht. Ich brauche noch einen Baum. Ich brauche noch einen toten Baum. Tani! Dominik, jetzt du bist so schlecht im Raten. Jetzt rat doch mal. Boah, der ist gut. Ja, oder? Locker, weißt du, wenn du weiter so gut machst, dann kriegst du sogar dreimal nichts. Hm? Richtig gönnend bin ich heute. So. Soll ich machen? Nimm den Erzschmelze-Bauplan. Ja, habe ich. Ich mach den Erzschmelze-Bauplan. Den setze ich jetzt da. Oh, ich hab's falsch rum gemacht. Naja. Ja, da habe ich Zeug. Wie viel brauche ich da? 3 Stück. Naja, egal, machen wir mehr. Ich glaube, Dominik, das wird nichts, hä? Huh? In den Wohnwagen schauen, können wir da überhaupt rein? Oh, wir können da sogar rein. Heim. Gibt's in dem Spiel Hades? Nee. In dem Spiel gibt's gar nicht sowas. Dann spielen wir es halt nicht, wenn Dominik nicht draufkommt. Der ist übrigens nicht der Einzige, der es spielen wollte. Was mache ich jetzt mit... Ah, hier. Ah. Ich brauche mehr Stein. Kann ich das töten? Ja. Doch, Crown Support sagt mir tatsächlich was, aber es ist nicht das. Das ist voll lustig. Wenn ich nämlich sage, dann wirst du richtig so... Ach so. Das kommt gleich, sag ich dir. Hat nicht nur einen Spaß gemacht, als er sagt, ich spiele das. Nee, tatsächlich nicht.
Locker, du wolltest das auch. Aber Dominik wollte es am längsten von allen. Na, da wolltest du es, glaube ich, auch nicht am längsten. Ich glaube, da wart ihr alle gleich. Fear the Dark Unknown. Mm-mm. Es ist kein wirkliches Horrorspiel. Ich brauche noch ein Steinchen. Felsen schlagen. Ich schlag dich. Ich glaube, darüber haben wir tatsächlich nie so wirklich geredet. Außer immer, wenn es darum ging, dass ich mir echt wünschen würde, dass es ein Remake gibt, weil ich weiß, dass es sehr viele Leute glücklich machen würde und ich würde es dann auch spielen. Wenn es das gäbe. Okay. Verlorener Geist, Naturgeist. Ich bin echt gespannt, was das damit auf sich haben soll. Hallo, ja, was gibt's denn? Eine Kupferhacke. Besuche das Rathaus. Das Rathaus? Und eine Gießkanne. Oh, wir können Sachen anbauen. Okay, ich besuche... Oh, die Maus ist ja süß. Besuche das Rathaus, um dein neues Leben zu beginnen. Ja, Dominik. Sehr gut, Dominik. Kupferpeitsche. Also, dann geht doch. Warte mal, ich würde das erstmal kurz. Warte, das muss so. Das so. Und das alles kommt erstmal darunter. Nee, da will ich noch nicht hin. Aber da müsst ihr alle mitmachen, ne? Also das spiele ich nicht alleine. Da müssen wir alle mitdenken. Und wenn wir zu dritt das machen, aber ich mache es nicht alleine. Oh, Werkzeuge aufwerten. Ich habe leider nichts, tut mir leid. Was ist das? Bauplanladen. Das will ich haben. Ich möchte ihn kaufen, weil der kostet gar nichts. Was bist du denn? Ach, ein Huhn. Süß. Oh, da gibt's Kürbisse. Okay, wir gehen erstmal da lang, wo ich hin soll. Ich mache Listen. Boah, ist das riesig hier, die Stadt. Boah, das sieht voll schön aus. Da ist man da hoch und dann auch süß. Entschuldigung. Ist das das Rathaus? Hallo? Ach du meine Güte, noch ein Grünschnabel, der unseren bürokratischen Olymp mit seiner Anwesenheit beehrt. Ich bin der Herbert. Ich bin der Herbert, Oberamtsrat der nutzlosen Formulare. Na dann, bist du hier, um unsere hochgeschätzte Stempelsammlung zu bewundern? Moment mal, lass mich raten, du hattest einen Knochenjob auf dem Festland. Und das hat dich innerlich so leer gemacht wie ein ausgehöhlter Kürbis. Also hast du deinen Job an den Nagel gehängt. Bist hierher getingelt und hast Jeffreys alte Rostlaube aus einer Bierlaune herausgekauft. Getingelt habe ich auch so lange nicht mehr gehört. Wie goldig. Deine Eltern platzen bestimmt vor Stolz, aber wer bin ich schon, dass ich urteile? Ich verdiene meine Brötchen damit, Papier zu malträtieren. Wie auch immer, du fragst dich, wie du rausfindest, ob hier wirklich alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Die Antwort, mein Lieber, ist so deutsch wie Sauerkraut. Kauf eine Berufslizenz. Das ist wie ein Baum im Vorgarten zu haben. Du hegst und pflegst ihn, siehst ihn beim Wachsen zu und eines Tages könnte er eingehen, weil du vergessen hast, ihn zu gießen. Aber wenn du ihn jeden Tag gießt, könnte er zu, nun ja, einer etwas weniger jämmerlichen Version von dir selbst gedeihen. Also bereit, ein Fitzelchen Optimismus gegen die Chance auf ein neues Leben hier einzutauschen? Muss nicht antworten, ich sehe es dir an, der Nasenspitze an, willweise, falls das überhaupt möglich ist. Koch, Braumeister. Schatzjäger, Schmied, Archäologe, Schmuckhersteller, Angler. Alles? Also ich würde erstmal Koch machen. Wie läuft's mit dem Anfängerrezepten? Hoffe, du heulst nicht in den Kochtopf, weil salzenes Essen ist schon übel, aber mit Tränen gewürzt noch schlimmer. Du kannst jederzeit eine andere Berufslizenz kaufen. Von miserabel bis katastrophal ist alles im Angebot. Nein, ich habe nicht ge... Es tut mir leid, Leute. Sprich mit Enzo, dem Besitzer der Taverne in der Stadt.
Enzo! Achso, ich drücke mal die falsche Taste. Enzo! Wird mir das nicht angezeigt? Wo sehe ich denn... Ach, als aktiv markieren. Kann ich gar nicht. Taverne? Taverne. Das ist Schatztruhe. Wie ich da hinkomme, weiß ich gerade nicht. Das Gute ist, und das meine ich mit dem Spezialisieren, deswegen hat man wahrscheinlich den Koop. Dann kann dann einer das machen, der andere das. Was ist das? Piratenleder und Zweige und verlorener Geist. Eine Bar! Es gibt eine Bar. Ein Shop? Ist, also die Bar ist doch nicht die Taverne, oder? Hey, du Neuling, durstig? Na dann, du bist hier genau richtig. Ich bin Bill, der Besitzer vom Goldenen Fass, der besten Kneipe auf dieser Seite von, naja, überall. Die besten Getränke sind die, die man mit Freunden teilt. Und ich habe immer ein spezielles Gebräu für Feiern parat. Zu wissen, wann jemand Geburtstag hat, macht den Unterschied. Ich spiele tatsächlich mit dem Gedanken, Braukurse anzubieten. Nichts zu ausgefallen, ist nur die Grundlagen. Glaubst du, jemand in der Stadt hätte Interesse? Es könnte Spaß machen, etwas Wissen weiterzugeben. Ja, als nächstes werden wir Braumeister. Aber wo ist denn die Taverne? Oh, süß. Tiere. Das war ein Croissant. Kaufen und verkaufen? Ah. 1272 Gold? Ein Brot? Warte mal. Also, ihr seht nicht, wie viel Geld ich habe, aber ich habe nicht genug. Geh mal hier hin. Gescheite Brotzeit in Kampf. Ich weiß nicht, wo die Taverne ist. Aber eigentlich müsste die doch hier auch mit dabei sein, oder nicht? Ich habe das übrigens versucht. Also, ich drücke A. Als aktiv markieren, aber es passiert nichts. Und ich habe auch schon einmal geöffnet, aktiv markiert, geschlossen, geöffnet, aktiv markiert, geschlossen. Hat nicht funktioniert, leider. Die Taverne. Taverne, 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 Taverne. Taverne. Ich finde die Taverne nicht. Schild lesen. Zum Wald. Nee, ich will nicht zum Wald. Wo ist die Kack-Taverne? Oh mein Gott, da hinten geht's weiter. Wie komme ich da hinten hin? Taverne, Taverne, Sonne, Mond und Stern. Lauwarmer Opferkristall. Wie nennst du mich? Warte, ich gehe doch lieber hier hin. Hier gehen wir hin. Das ist ein Café. Zählt das als Taverne? Nee, ne? Aber das Essen. Eigentlich müsste das sein, oder? Ich glaube, es ist zu spät. Ich glaube, ich darf hier... Also ich glaube, ich finde hier eh niemanden mehr. Aber dann laufen wir erstmal hier rum und gucken mal, was wir hier so finden noch. Ich würde gern angeln. Kann ich angeln? Hier gibt es Fische. Also gibt es auch wahrscheinlich Angeln. Salz. Was?
100.000 für einen Bootsmotor. Ich dachte, die Taverne hat nachts auf. Die Stadt ist unglaublich groß. Und das geht nicht. Oh, warte mal. Piratengarn und Wassergeist. Das klingt nach Schnaps. Oh, kann ich das klauen? Da muss noch ein Boot rum, ja. Guck mal, da ist eine Kiste. Da ist eine Kiste. Werkzeugtoken, Farmnaturtoken. Klar. Wollte ich schon immer haben. Also ich schätze, das, wo Messer und Gabel drauf sind, ist die Taverne. Also das hier. Aber es ist halt Späti. Viel zu Späti. Ich habe eine Idee. Ich gehe kurz Pipi. Ich gehe ganz kurz Pipi und in der Zeit wird das da oben früh genug, dass wir da hingehen können. Wann machen die auf? Chen, wann machen die Läden auf? Danke, danke, danke. Ach, gucken wir mal. Und ja, 500 Sachen und nur bei 5 eine Ahnung, wofür sie sind. Ja, das wird so ein Spiel sein. Oh, das ist ein Schatz. Ach nee, Herkunft. Naja, gut. Kommt schon. Weil ich schätze, wir könnten natürlich im Wohnwagen die Nacht verbringen. Aber ich glaube, dass der Weg dahin länger dauert. Oh, hier gibt es Autos. Darauf habe ich gar nicht geachtet. Witzig. Warte, kommen wir jetzt hier zu der Kiste? Wahrscheinlich, oder? Dann sammeln wir halt Kisten in der Zeit. Ich habe Farmholz bekommen. Wow. Danke. Werkzeugtoken. Die braucht man wahrscheinlich zum Upgraden. So, da hinten habe ich auch noch eine Kiste gesehen. Da. Die würde ich auch gern holen. Ich finde es voll schön, dass man, wenn man durch so größeres, also höheres Gras, sowas wie Farn oder so geht, dass man dann so verlangsamt wird. Oh. Entschuldigung. Ich darf nicht. Wieso darf ich da nicht vorbei? Warum nicht? Da ist nix. Okay, das heißt, man kann irgendwie ins Wasser. Aber ich kann es noch nicht, glaube ich. Ach, da. Ah, oh. Ah, oh. Okay. Ein Farmstein habe ich bekommen. Toll. Das gute alte Stadium-Mülltonnen geplündert. Nur, dass hier Schatztruhen sind und keine Mülltonnen. So, 7 Uhr. 7 Uhr ist morgens, nicht nachts. Was? Ey, was ist das für eine, also verschlafene Gegend hier? 7 Uhr! Keine Worte dafür, wirklich. Keine Worte. Komm, aber 8 Uhr doch schon wirklich, oder? Oh. Wartet mal kurz, wenn ich schon da bin, ne? Eine Schachtel mit Nägeln. Selber Schachtel! Komm, jetzt aber. Jetzt aber. Da, 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 da. Guten Morgen! Ah, das ist doch Enzo! Oh. Die verlangen so viel für eine neue Axt, dass sie davon 3 Monate leben können. Also warum früh aufmachen? Ja, stimmt. Oh, ein neues Gesicht. Sind hier alle alt? Willkommen in meiner Taverne, wo Liebe in der Luft liegt und das Essen so warm ist wie der Empfang. Ich bin der einzigartige Enzo.
Also, du bist ein aufstrebender Koch, hm? Was für ein köstlicher Zufall, weißt du? Ich könnte dir wahrscheinlich ein oder zwei Dinge über das Kochen beibringen. Erwarte kein Wunder. Heutzutage koche ich die gleichen Gerichte so oft, ich schwöre, meine Töpfe und Pfanne beginnen mit den Augen zu rollen. Aber hey, meine Kunden beschweren sich nicht, zumindest nicht in mein Gesicht. Wenn ich darüber nachdenke, könnten wir uns vielleicht gegenseitig helfen. Ich werde dafür sorgen, dass du immer genug Rezepte zum Lernen hast und ein paar neue Bauzeichnungen, um deinen Hof und deine Küche zu erweitern. Wer weiß, vielleicht wirst du mir bald etwas beibringen. Könntest du mir im Gegenzug etwas bringen, um die Speisekarte in meiner Taverne aufzupeppen? Vielleicht einen selbstgemachten Obstsalat von deinem Hof, wenn du etwas erfahrener bist. Ich verspreche, es wird sich lohnen. Ich hab einen Ofen bekommen. Kaufe 10-mal Weizensamen im Hofladen am Rande der Stadt. Also es wäre echt schön, wenn wir eine Map hätten, die nicht nur so aussieht. Ne? Aber da waren wir, glaube ich. Ja, in Holzfarmsalat. Schön. Oh, warte, jetzt versperre ich schon wieder was. Ey, das wird immer länger. Irgendwann muss ich da weg. Das ist doch... Wo ist denn der... Waren wir nicht beim Hofladen? Das ist nicht der Hofladen so. Warte mal, wieso kann ich laufen, wenn ich rausgetappt bin und kein Ton ist? Farmshop. Bist du der Farmshop? Moin, ich bin der Ethan. Ethan! Na sowas, du bist also der, der den Hof vom alten Jeffrey gekauft hat. Ich bin die, die den, aber ist okay. Ganz schön mutig, die Stadt hinter sich zu lassen. Willst du dich an der Landwirtschaft versuchen? Ist kein Kinderkram, sag ich hier. Da brauchst du ein dickes Fell. Siehst du die Viecher da drüben? Das ist mein Bier. Ich zücht Nutztiere, seit ich ein Steppke war. Meine Schwester Lilly, die macht den Ackerbau, hat einen grünen Daumen, dass dir die Augen rausfallen. Das beste Grünzeug auf der ganzen Insel kommt von ihren Feldern. Die besten Kartoffeln auf der Insel, von ihr. Die besten Äpfel auch von ihr. Die besten Tomaten hast du richtig geraten, von ihr. Ach je, habt ihr ein Ohr abgekaut. Pass auf, wenn du was brauchst, Viecher oder Saatgut, schau in unserem Laden vorbei. Wir kriegen das hin für dich. Aber ich wollte ja auch. 20. Naja, gut. Nein! Oh, ich bin Hasen. Okay, ich muss irgendwas verkaufen. Heu. Heu, heu. Ich bin pleite. Ich bin pleite. Ich pflanze 10-mal. Ich gehe dann mal. Tschüss, 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 tschüss. Ich mag, wie sie reden. Ja, Steppke. Worte, die ich seit, weiß ich nicht, wie lange nicht mehr gehört habe. Die Farm. Da bin ich doch wieder. Okay. Wo mache ich mein Feld hin? Ich mache das vielleicht... Oh, wo gefällt mir das Feld denn? Ich mache das mal hier hin. Ich bin sehr froh, dass es keine Energie gibt. So, weg. Danke. Mach mal Platz hier. Hier soll mein Feld hin. Weg jetzt. Futschi, futschi. Mittacken, danke. Danke, danke. Hier war viel zu arbeiten. Okay, also jetzt die Hacke. Pflügen. Oh, das wollte ich so nicht. Egal. 9, toll. Und jetzt sind 10 dahin. Naja, gut. Sieht aus wie irgendwie ein Pelz oder so. Man kann gedrückt halten. Das ist praktisch. Ich halte immer noch gedrückt. So. Dann bitte einmal die Gießkanne. Oh. Ich hole kurz Wasser. Hole ich da Wasser? Oh, süß. Oh, das ist aber auch schön hier. Guck mal, der Fisch. War schön. Ich glaube, wir haben keinen Bock, so, also keinen richtigen zum Gießen. So, würde ich schätzen. Ernte 10 Weizen. Ja, das dauert jetzt aber, ne? Also... Warte, kann ich das schon abbauen?
Salz schlagen. Ich schlage Salz. Das ist das Haus von Nico. Schön. Was ist das? Warte mal. Wo ist der Krabbelbubble hin? Du. Ja, ich habe eine Krabbe. Angel-Game-Test. Ja, sofort. Das ist natürlich das Wichtigste, aber davor habe ich Angst, weißt du? Oh. Meiner. Noch kurz Salz. Es gibt heute Krabbensuppe. Okay. Salz und Sand. Ich finde auch gut, dass wir einfach so ultra viel Platz haben. Okay. Kein Köder im Inventar. Tut mir leid, wir haben keinen Köder. Wie mache ich das mit dem Köder? Ich glaube, wir müssen beim Angeltypen dann einen Köder kaufen. Naja. Wir haben ja Zeit, nicht wahr? Das wächst aber schnell. Warte, ich wollte mal gucken. Ein Herd. Getreidemühle. Warte mal, kann ich hier auch irgendwas machen? Nee, ich mach das draußen. Ich koch draußen. Freiland kochen. Ich würde das gern versetzen können, aber ich glaube, das kann ich nicht, nicht wahr? Dann mache ich eben vielleicht hier in die Ecke. Kann man die mit einem Netz fangen? Das ist eine gute Frage. Ja, kann man die Maus fangen? Nein, das ist meine Maus. Ich will die haben. Warte mal, ist das jetzt ein Köder? Ja, sehr gut. Guter Punkt, Lurker. Sehr gut. Hab zwei Köder. Wir können angeln. Also ich gehe mal zu den Blubberblasen, ne? Süß, wie da die Raupe dran hängt. Oh. Ah, so. Oh. Ah, oh. Oh, ah, oh, Es war nur ein Stein. Vielleicht, also... Ich glaube, man muss treffen. Das zählt jetzt aber, oder? Da habe ich getroffen. Ich habe meine Köder für Steine rausgeschleudert. Wartet mal bitte kurz. Ich brauche neue Köder. Aber es ist super witzig, dass man... Oh. Nein! Okay, wir haben Nummer zwei. Warte, ich gehe mal dahin, wo der Fisch da drin ist, ja? Alter, wie schnell wächst der Weizen? Geh mal weg! Jetzt die Frage, gehe ich zu den Blubberblasen oder gehe ich zum Fisch? Wir haben eine Krabbe gefangen. Oh nein, er ist weg. Okay, man muss Fische sehen. Also man kann Fische sehen. Oh mein Gott, der hört auf. Hä? Getan. Hä? Ich habe einen Silberschnapper auf jeden Fall gefangen. Ich habe es einfach mal gemacht, ne?
einfache Werkbank. Ja, die würde ich gern... Die stelle ich dann dahin. Und dann möchte ich hier die Getreidemühle hin. Und hier den Ofen. Kupferbarren. Bretter. Oh mein Gott, was ich alles brauche. Oh. Warte, die kann ich... Fast schon mal... Wow, der ist fertig. Der braucht nicht mal einen Tag. Richtigen Schnapper gemacht. Hm. Also ich finde mal, das macht Spaß. Also süß. Also vor allem kann ich mir vorstellen, wenn man das mit Freunden macht, dass das dann noch besser ist. So. Ich glaube, das könnte ein gutes Spiel sein. Entschuldigung. Danke. So, dann einmal hier. Was können wir hier bauen? Farmfackel. Höhlenforschung. Farmleuchtfackel. Farmleder. Was war das? Farmfarbe. Luma-Essen. Stoff, okay. Warte, ich kann schon Stoff herstellen. Okay, da brauche ich Bretter, überall Bretter. Wo hacke ich denn am besten Holz, damit das, also damit ich noch Holz habe? Hier vielleicht, ne? Also. Eine Farmbeere. Farmpilz, der, also ich weiß nicht, der ist also rot mit weißen Flecken. Ich weiß nicht. Okay, wir brauchen wirklich viel Holz. Also so richtig viel Holz. So richtig, richtig viel Holz. Weil wir müssen echt viele Bretter machen. Ich habe gerade keine Ahnung mehr, welche. Wie viele. Okay, was leuchtet hier? Ich will das haben, was da leuchtet. Okay, mach weg. Warum leuchtet es da? Ich will es haben. Was ist das? Warte mal. Ich mach mal die Büsche weg, ja? Schlaf gut, Klebe, träum was Schönes. Was ist das? Was mache ich damit? Wartet. Weg. Weg. Die muss man wahrscheinlich in der also richtigen Geschwindigkeit dann... Weil es ausgeht, glaube ich, wird es schneller. Weil ich zu lange nicht drauf war. Ich muss natürlich erstmal alle finden. Ich weiß nicht, was mir das bringt. Okay, nehme ich. Weil also, das ist das Coole, das gibt ja diese Mini-Rätsel da dran, die man dann auch zu zweit und so lösen kann. Das ist, ich finde es voll cool. Also ich finde wirklich die Idee super gut. Ist nur die Frage, wie dann die Umsetzung ist, nicht wahr? Aber bisher sieht es gut aus. Okay, also ich bräuchte Bretter. Die gingen hier. 1, 2, 3, 4, 5. Ich mach mal 10. Machen wir 10. In der Zeit ernten wir mal. Oder krieg ich Erdgeister? Macht sogar Sinn. Weizen immer Saat. Was? Magische Weizen immer Saat, die sich nach der Ernte wieder in einen Samen zurückverwandelt. Oh. Okay, jetzt habe ich alle geerntet.
Warte kurz. Ich mach das gleich. Stelle Farmfackeln an einer einfachen Werkbank her, damit du Kupfererz in dunklen Höhlen entdecken kannst. Okay. Habe ich. Warte, ich muss, glaube ich, nochmal gießen. Nee, kann ich nicht. Gut, dann nicht. Okay. Bau eine Getreidemühle. Ja, da bin ich gerade dabei, aber ich muss noch, also, Erz sammeln. Ist das die Höhle oder das ist auf der anderen Seite? Ich glaube, das ist die Höhle, oder? Okay, das ist cool. Boah, das finde ich wirklich cool. Das finde ich richtig cool. Hä, das finde ich mega gut. Hä, ich bin voll überrascht. Ich dachte, das wird halt so ein 0815-Ding. Wisst ihr? Bei Tod verloren. Wie bei Tod verloren. Ich will nicht sterben. Ja, weil die Grafik ist halt nicht so meins gewesen. Also die Welt ist okay, die ist süß, aber die Charaktere sind nicht so meins, wisst ihr? Und deswegen dachte ich, wird das so, weiß ich nicht, Dinkum in schlechter, so. Aber das macht wirklich Spaß auch. Also vor allem, wie gesagt, wenn man zu zweit ist, glaube ich, ist das super gut. Wenn man zu viert ist, ist es super gut. Wenn man zu dritt ist, also einfach, wenn man da... Allein ist es super, aber ich glaube, das ist so ein Ding, das lohnt sich richtig mit anderen Leuten. Hä? Ach, wenn ich im Dunkeln bin, sterbe ich. Oh. Das ist nicht nett. Oh nein, jetzt habe ich umsonst gedingst. Ich habe gerade so schön gehackt. Ich brauche Holz. Ich brauche einen ganzen Baum, um eine Fackel zu machen. Okay. Nimm mir nur mein Holz. Nimm mir nur meine Bäume. Naja. Was ist das da? Harzbusch. Ah. Oh. Okay. Kann ich den vielleicht abernten und ihn nicht zerhacken? Ich weiß nicht. Was ist das da? Farmpilz. Das ist ein anderer. Nee, doch nicht. Sah nur so aus. Okay, Leute, wir müssen jetzt leider nochmal da runter. Doch, den hackt man auch. Okay, egal. Wir haben noch genug Harz. So, machen wir erstmal 4. Machen wir noch mehr. Machen wir 8. Nicht, dass ich wieder aus Versehen sterbe. Oder ausgeschaltet werde. Danke. So, dann einmal Fackeln nach da. Und abwärts. Kupferschuhe einfach. Will ich da lang? Ich glaube, ich will nicht da lang. Ich glaube, ich will da hinten lang. Okay. Die hätten mich mehr warnen müssen. Das finde ich gemein, dass die also mich nicht genug gewarnt haben. Bei Tod verloren. Das wird voll schwer. Dankeschön. Was ist das denn? Was ist das? Holzkohle, ah. Die schlage ich auch erstmal. Hier funkelt es überall. Da geht es nicht weiter. Geht es hier weiter? Nö. Aber hier gibt es wenigstens Kupfer.
Das wird echt teuer. Da hinten ist ein Fels runtergefallen, ich hab's gesehen, ja. Ich hab mich auch gerade schon gefragt, ob ich daran gestorben bin. Aber ich hoffe mal nicht. Okay, eine Fackel habe ich noch. Ich weiß halt nicht, wie viel ich brauche. Aber ich schätze zu viel, als dass das reichen würde. Warte mal, kann ich die Steine, die im Weg sind, wegschlagen? Tatsache. Aha. Alte Kiste zertrümmern. Ich hab Böller bekommen. Okay, wir gehen erstmal hoch. Ich brauche nämlich mehr Fackeln. Nicht lang Fackeln und so. Koppelnacken. Oh. Frohes Neues! Verdammt, das wollte ich nicht. Nicht mal so viel wie geht. Da brauche ich 3 und da brauche ich auch 3. Das ist gut. Was brauche ich dafür? Also was ist das andere? Was ist das? Farmdünger, schön. Aus Holz. Schlaf gut, Dosen und Juli, träum was Schönes. Und hab noch ein schönes Restwochenende. Das bleibt da so und entwickelt sich später nicht noch zu einem besseren Handygame. Ich glaube tatsächlich nicht. Also ich wüsste jetzt nicht wie. Ups. Gib mir noch eins. Gib mir noch eins. Gib mir noch eins. Holzkohle brauchen wir, glaube ich, auch noch ein bisschen. Noch mal ein paar. Verwende eine Getreidemühle, um 10-mal Weizen in 2-mal Mehl zu verwandeln. Was? Wie viel Mehl kostet? Okay, klar. Wenn du das sagst. Okay, dann haben wir aber auch hier genug. Ich finde auch das Tutorial tatsächlich ganz gut. Also vor allem, weil das ja für jeden anders sein wird, wenn man also unterschiedliche Sachen wählt. Das glaube ich, so ein Spiel, das kann man echt, also ewige Stunden spielen. Das so ein, ja, ich mache nur noch kurz das. Ach, nur noch kurz das. Ach, also dann können wir auch noch das kurz machen. Abbrechen. Kupfermagnet. Angel, okay. Nee, warte, war das hier? Warte mal. Was musste ich. Was ist da? Glas. Herkunft Brennofen. Ach hier. Sand. Woher bekomme ich Sand? Woher bekomme ich Sand? Ich mache nur noch eben Erz. Mhm. Genau das. Woher habe ich den Sand bekommen? Habe ich den Sand bekommen, weil ich geangelt habe? Hätte vielleicht mal gucken sollen. Ich glaube, es war, weil ich irgendwas gemacht habe. Ich kann hier nicht hacken. War das hier? Nee. Pickaxe. Alles gut. Ich sammle nur kurz Sand. Kein Stress.
So. Dann noch mal kurz hier so ein paar von den Dingern. Ja, machen wir mal 10, komm. In der Zeit mache ich hier mal ein bisschen Platz, ne? Oh, warte. Noch viel wichtiger, bevor ich das vergesse. Gießen. Okay. So. War da mal Strand? Nein. Nein, nein, da war nie Strand. So, jetzt einmal das hier. Ich mache hier mal den Weg frei. Okay. Fertig. Ach nee, ich brauche ja. Das waren jetzt 5 Mal, die ich insgesamt gebraucht habe. Dann so. Und noch eins bitte. Dankeschön. Oh, habe ich schon? Ja. Tada. Backe Brot auf einem Herd. Das dauert. Warte mal, wir machen in der Zeit noch mal ein paar Fackeln. Mist. Okay. Die Frage ist, kommt das Holz wieder? Oder mache ich hier alles dem Erdboden gleich und bekomme nie wieder Holz? Sondern muss weite Reisen auf mich nehmen. Oh, ich kann Kuchen machen. Verkaufe das Brot in irgendeinem der Läden der Stadt. Okay. Mache ich. Ich will erstmal die ganzen Sachen hier weg haben. Wann kann ich Kisten bauen? Nur so eine unterschwellige Frage. Okay. Das kostet also viel. Ich krieg 636 für ein Brot. Ein Hasenstall. Ich will Hasenstall. Farmdünger zum Anbau von Weinreben benötigen. Stelle ihn in einem Brennofen her. Okay, Farmdünger. Das heißt, ich brauche Holz. Okay. Na, hier ist noch ein bisschen Wald, den ich abholzen kann. So, dann. Wo war der? Nee. Ja. Okay, 5 Mal kriege ich aus einem raus. Das ist aber nicht schlecht. Mal mit 2. 20. November. Echt? Okay, habe ich noch gar nicht drauf geachtet, tatsächlich. Backe einen Traubenkuchen! Ihr seid so witzig. Und woher kriege ich Traubensamen her? Ich muss kurz Traubensamen kaufen. Und Getreide. Verdammt. Wo war das? Ich glaube, da drüben, ne? Da. Hallo, Freunde. Hallo, hallo, hallo. Ich kaufe alles. Tschüss, bin pleite. Mal eben. Hm. Ich wollte auch nur einen Kuchen backen. Naja, das Gute ist, während das wächst, kann ich nochmal in die Mine gehen. Nicht wahr? Schlaf gut, Typewriter, träum was Schönes. Wie ist es denn? Oh, hupala. Hupala. Da, das ist mir jetzt unangenehm, ne? So, muss ich das auch noch mal? Unkraut entfernen? Sag mal, was soll denn das? Es wächst ja wirklich schnell, das stimmt. Fragt sich nur, ob die Trauben auch so schnell wachsen.
Ich brauche ein größeres Feld. Weil mir das so gut gefällt und so. Hahaha. So. Oh, fertig. Weizen, sehr gut. Achso, ach ja, stimmt. Den Dünger habe ich ja für die Trauben. Und den muss ich wahrscheinlich auch erst aufs Feld machen. Okay. Ja, okay, komm, machen wir noch ein Feld. Dann haben wir das. Gibt es eine Anzeige, wie viel Wasser ich in der Gießkanne habe? Nee, ne? Da. Oh, kein Wasser. Aber hält ein bisschen, hält ein bisschen. Hey! Maus, hör auf, das Wasser aus der Erde zu lutschen. Ich glaube, es hackt. So. Ja, dann nehmen wir das unter. Verdammt, das wollte ich nicht. Naja, gut, dann nehmen wir das da. Und das da. Wie dünge ich denn? Zeigst du mir jetzt nur, wie man es herstellt, oder zeigst du mir auch... Nee, man zeigt mir nur, wie man... Muss ich erst gießen? Ich kann... Das geht nicht. Das funktioniert nicht. Egal. Warte, man muss sie da. Naja. Ja, ich weiß, es ist trocken. Ich gieße ja gleich. Ja, ich gieße ja gleich. Da war es gerade. Vielleicht lerne ich irgendwann, wie man düngt. Noch will ich nicht, scheinbar. Naja, nee, falsch. Machen wir noch ein paar Bäumchen. Kaffee trinken? Hallo? Nee. Hier wird kein Kaffee getrunken. So. Dann den noch. Und den noch. Gut. Ich finde schön, wie die da raushüpfen, die Bäume. Dann einmal. Guck, wie die schon hochranken. Ich weiß nicht, ob dem wirklich so ist mit dem. Ich glaube, du lügelst. So, 10 Fackeln. Das ist was. Das ist was Gutes. So, du gehst auch weg. Ich traue mir so auf guter Basis. Ja, okay, wenn du das sagst. Dann kannst du ja gar nicht lügeln. Also wenn du das, also dann geht's ja gar nicht, dass du lügelst. Ich muss hier mal den Weg frei machen.
bei Tod verloren. Wer würde denn sterben? Warte, wenn ich hier jetzt die Fackel wegnehme, kann ich die Fackel wegnehmen? Guck mal, weil das reicht doch locker. Habe ich jetzt... Nee, das wollte ich nicht. Nein! Die weg. Und die weg. So. Dann weg mit der Holzkohle. Und ich würde gern die Kiste auch noch haben. So, dann hier. Okay. So, dann können wir jetzt ja da, also das Erd schlagen. Glaubt ihr, der lila leuchtende Dings ist ein Amethyst? Glaubt ihr, den sollte ich auch sammeln? Bronzeschutt schlagen. Oh, weg damit. Okay, so. Oh, warte mal. Ich platziere hier mal, also vorsichtshalber, eine Fackel. Mit der Peitsche Farmdünger werfen? Ach so, die brauchen. Ach, die schreien, wenn sie brauchen. Ah. Ah. Ich wollte eigentlich gucken wegen Schlafen, aber wenn die jetzt den Dünger brauchen, weil das war die erste, die wir eingepflanzt haben, heißt das, die anderen brauchen auch noch? Ich gucke einfach mal. Ah. Noch nicht müde. Ja, ich wollte ja auch nicht schlafen. Ich stehe gerade auf. Danke. Das ist schön, wenn man nach dem Aufstehen wach ist. Was mache ich denn jetzt? Ich gehe da nochmal runter. Ich brauche einen Panzer. Ist sie immer noch da? Die Kackbertha. Ich versuche es nochmal. Jetzt habe ich ja nichts, was ich verlieren könnte. Ich glaube, ich sollte gehen. Kann das sein? Und wenn ich jetzt gehe und wieder runtergehe, ist sie weg, oder? Und kann ich jetzt den Bergkristall töten? Die ist schlau, die blöde Kuh. Glaubt ihr, ich soll... Ich versuch mal, okay? Ich versuch mal. Ich weiß nicht, ob ich sollte. Ich sollte nicht. Ich sollte nicht. Ich habe A gebuttonsmashed, aber sie ist nicht hochgegangen. Oh. Ich glaube, Spinnen sind nicht mein Gegner. Ich glaube Spinnen nicht.
Vielleicht muss man dafür... Ups, das wollte ich nicht. Vielleicht muss man dafür... die Pickaxe upgraden, dass man das schneller kann oder so. Oder eben die Angriffsding. Aber dass ich One-Hit bin, wundert mich halt. Oh mein Gott, ich muss mich um die Pflanzen kümmern. Also so richtig... Oh, können wir was anderes in die Hand nehmen? Das nervt mich. Nee, nicht hacken. Farmdünger, Flieg und Sieg. Okay. Du willst auch noch was? Okay. Ich finde das süß, wie die so wobbeln, wenn sie was wollen. War der hier? Ich geh mal Bäume hacken. Ich glaube, das wird nötig sein. Du hast die Rüstung. Das kann natürlich sein. Ach so, ich habe noch die Hacke. Ja. Ich wüsste nur nicht, wo man sich hinsetzt, weißt du? Weil ich glaube, das ist Tier oder so. Vielleicht muss man auch erstmal Bronzeei. Das kann in der Stadt verkauft werden. Okay. Also, ist nur zum Verkaufen da, sagst du? Oh, Charakterwerte. Wirklich? Mein Charakter hat voll Wert. Zeig ihn mir. Okay, dann müssen wir noch mal ein bisschen Dünger machen. Okay. Gib mir alles. Okay, wir haben 5 Farmholz. Daraus machen wir Dünger. Oh nein, es will schon wieder was. Was willst du diesmal? Farmdünger. Hm. Gott, will zu viel. Okay. Da sind schon Trauben dran. Ich könnte natürlich ein bisschen... Also, ich könnte in die Stadt gehen, ein paar Sachen verkaufen und nochmal Weizen machen. Da wollte ich hin. Oh Gott, Minimal! Du hast dich umgefärbt. Warte mal, wir können ja noch mal kurz angeln, dann können wir mehr verkaufen. Hallo Nihil. Ja, schreck mich doch nicht so, Minimal. Okay, hopp, hopp. Beiße, Fisch, beiße. Oh, eine Qualle, süß. Oh, wir waren gerade Quallenfischen. Nee. Da hinten ist ein Fisch. Okay, wartet. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Ich glaube, ich muss ihn einfach so lange nerven, bis er keinen Bock mehr hat, genervt zu werden. Ein Pennyhering. Ob ich dafür einen Penny bekomme? Die Trauben sind fertig. Oh, doch nicht. Aber fast. Oh, gib mir mal den Dünger. Gracias. Ich sehe das. Hört auf, hinter mir unkrautig zu werden. Die Zunder. Okay. Dann. Oh, die stellen sich alle unter. Oder auch nicht. Da war nicht mal ein Baum, aber gut. So, was verkaufe ich denn? Das Bronzeei? 500. Das ist doch nicht schlecht. Eine Mupfel. Wie viel geben die Fische so?
bisschen was. Aber eigentlich brauche ich das auch gar nicht, weil können eh nur 10 Sachen davon kaufen. Und hier eins. Tschüss. Super auf dem Steam Deck. Super mit Freunden vor allem. Wenn du sowas besitzt. Sowas Exklusives. Sowas. Weißt du? Ihr wollt nichts? Ihr seid glücklich, ja? Wow, dass ich das noch erleben darf. Weg mit der Qualle. Ich finde das vor allem praktisch, dass hier sogar der Preis dran steht, was ich dafür bekommen würde. Und ich nicht erst irgendwo anders hin muss dafür. Unkraut weg. Unkraut weg. Und ich finde es auch schön. Ich habe Weizen gekauft und keine Weizensamen. Oh. Ach nee, ich bin so. Ich habe den Weizen genommen und nicht die Weizensamen. So rum. Und ich finde auch schön, dass zum Beispiel die Trauben Aufmerksamkeit teilweise brauchen. Also, dass sie nicht einfach so stur wachsen und man gießt ein bisschen und fertig, sondern dass sie ab und zu mal wieder, also, entrupft werden müssen. Und dann auch gedüngt werden müssen und nicht nur einfach so Dünger drauf. Ist ein bisschen schwieriger, aber ich find's cool. Boah, sind das Riesentrauben. Und sie wachsen weiter, yay. Oh, da brauche ich jetzt aber Dünger, okay. Okay. Wartet mal, ich würde gern. Also ich habe ja jetzt noch einen Traubensamen mitgenommen. Dann würde ich vielleicht den Traubensamen auch, also ausbringen. Kurz. Wenn ich eh schon bei euch bin. Farmdünger werfen, Farmdünger werfen, Farmdünger werfen. Ich werfe so viel Farmdünger, wie nur geht, ja? Okay. So, dann lass mal einen Kuchen backen. Oh, ich brauche 10 Stück. Sir, ich will Sie nicht belästigen, aber wir warten auf Sie. Wie sprichst du Trauben aus? Trauben? Wer sagt denn Trauben? Trauben, Glauben, das... Hä? Nicht Trauben. Trauben. Genauso wie stehen. Glauben. Halt einfach glauben. Hä? So. Einmal. Und let's go. Traubenkuchen. Das wollte ich. Oh nein, es will schon wieder was. Ja. Weg. Oh, wir können Blaubeermuffins jetzt. Du wirst ein Luma für dein nächstes Rezept benötigen. Finde ein Luma-Ei an einem mysteriösen Ort. Ihr seid ja jetzt witzig. Ihr seid ja jetzt witzig. Hab's gefunden! Ach nee, doch nicht. Hey, warte mal! Frau Huhn? Da ist sie.
Pass, Frau Huhn. Ob die mich zum Ei bringt? Ich bin mir da noch nicht so sicher. Ich weiß nicht. Da oben funkelt irgendwas. Auf dem Berg, aber da komme ich eh nicht hin. Ey, wirklich jetzt? Das dicke Ei kann fliegen hier. Ah, verdammt. Da ist es. Oh Gott sei Dank, wartet das auf mich. Entschuldigung! Hä, die fliegt einfach rückwärts. Ich glaube, es hackt. Ich lasse mich doch nicht verarschen. Warte mal. Hä, was? Stopp mal, da komme ich nicht hin. Was ist das? Hab berührt. Was war das? Es hat mich sehr berührt. Zutiefst. Dieses Huhn, ne? Dieses Huhn nervt mich richtig. Gott! Jetzt leg dein blödes Ei und gib mir das! Oh, was ist das? Lauwarmer Opferkristall. Oh, hallo! Ha, hab ich mich nicht verarschen lassen. Ich wusste doch, dass du wieder zurückkommst. Das ist kein Ei. Das war kein Ei, was ich gefunden habe. Wollte ich nur mal erwähnt haben. Farmschmuck. Kann in jedem Laden der Stadt verkauft werden, okay. Okay, aber das war nicht das Ei, was ich eigentlich haben wollte. Jetzt habe ich ein kleines Problem. Geheimnisvollen Ort. Da drüben ging es doch weiter. Da war doch auch irgendwas, oder? Da. Nein, nicht winken! Bist du doof? Es wollte mich klauen. B-klauen. Es wollte mich B-klauen. Piratenstoff. Ist das ein mysteriöser Ort, würdet ihr sagen? Und nicht die arme Fledi. Oh nein. Hallo? Ist da jemand?
Indiana Jones und der Maya. Oh mein Gott. Das hat echt viel Leben. Ich glaube einfach, meine Peitsche ist richtig... richtig kacki. Ach, das habe ich schon wieder vergessen, dass sie da sind. Verdammt. Oh, gut. Danke. Gib mir mein Zeug zurück. Du brauchst meine Liebe nicht oder so. Ist das nicht? Ach nee, das ist irgendwas Komisches. Ich will doch nur ein Ei. Ich bin mir nicht sicher, ob das der geheime Ort ist, von dem die geredet haben. Bin mir da wirklich nicht so sicher. Was ist das? Aus Versehen zum Game End Boss wahrscheinlich. Hey, wenn es um Eier geht, ne? Da bin ich dabei oder so. Ein bisschen Angst. Oh, oh, die schießen. Die schießen gar nicht. Die schießen nicht. Warum schießen die nicht? Oh, die brauchen nur sehr lange, okay. Da haben wir es doch schon. Altes Buch. Das ist kein Ei. Uralter Gehöftschlüssel. Mit eingraviertem Samen, von dem man dachte, er sei... Was? Okay. Ist da ein Ei drin? Ich hab ein Ei! Warte, aber da steht Luma-Inkubator. Sollte ich das vielleicht lieber inkubatieren? Weil das ist rosa. Ah, ich soll sogar einen bauen. Okay, alles gut. Luma-Inkubator. Und wo kriege ich den? Entschuldigung. Farmleder. Aus Pilzen mache ich Farmleder? Okay. Okay, warte mal. Also was brauche ich? Fünfmal das. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall noch einen Pilz. Dann hole ich doch erstmal den Pilz. Ich mache die Materialien und dann gucke ich, wie ich das bekomme. Okay, Farmpilz. Da ist er ja. Ja, das war doch richtig. Ja. Aber natürlich nehme ich nicht das lila Ei, sondern habe natürlich das rosa Ei gefunden. Das ist ja klar, ne? Also, das ist wichtig. So, dann 3 Kupferbarren. Noch 3 Stoff. Das heißt, ich muss hier Baumwolldinger. Da ist ein Baumwolldings. Ja. Okay. Da ist noch ein Baumwolldings. Das heißt, ich muss nochmal Kupfer sammeln. Das heißt, ich muss da nochmal runter. Das heißt, ich sterbe nochmal.
Stoff. Nee, das Faser. Stoff brauche ich. Und ich habe noch eins gebraucht, ne? Ja. Das heißt, ich muss noch eine Baumwolle sammeln. Da hinten war eine, oder? So. Dann machen wir noch eine Baumwolle. Okay, was brauchen wir noch? Glas. Wie viel waren es? 5. Okay. Dann Kupfer. Wie viel Kupfer habe ich? Ich brauche dringend eine Kiste oder sowas. Ich habe keine Fackeln mehr. Das ist natürlich doof. Habe ich dann überhaupt noch... Okay, ich kann noch Fackeln machen. Dann machen wir kurz das. Oh, das wollte ich nicht, aber ist egal. Oh mein Gott, das ist alles voll. Ich habe gar keinen Platz mehr. Was mache ich jetzt? Naja, ich brauche ja nur Fackeln, ne? Gut. Dann einmal bitte so. So, hier ist nämlich Dings. Wie viel habe ich gebraucht? 3. 1 hatte ich. Also ich muss 2 wenigstens. Was? Warte mal. Und was jetzt in meinem Ei? Ich will wissen, was in meinem Ei ist. Typisch. 5 Tage Frieden einfach so zerbrochen. Neugierig, was da los ist? Na los, setz das ganze Spiel auf deine Wunschliste. Alles wird am 20. November 2024 enthüllt. Na gut, ich warte. Ich wollte nur wissen, was in meinem Ei ist.